Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir gesehen oder mitbekommen, leider, dass Großbritannien es geschafft hat, ein Bündnis mit Deutschland einzugehen, was ich gar nicht gut finde. Das heißt, wir müssen uns irgendeine andere Taktik überlegen, um mit Großbritannien fertig zu werden. Am besten wäre es wieder, so wie wir es schon mal gemacht haben, über eine Sekundärmacht, also über irgendjemanden, der ebenfalls mit Großbritannien verbündet ist, Krieg zu führen. Wie zum Beispiel Portugal oder irgendjemand anderer in dieser Richtung. In Portugal könnten wir vielleicht versuchen, Portugal wäre vielleicht wirklich nicht schlecht. Einen Kriegsgrund zum Erobern bekommen. Das Problem ist, das geht zurzeit nicht, wenn wir noch eine Waffenruhe haben mit denen. Aber wenn ich bei denen versuche, einen Kriegsgrund zu kriegen, um eine Kolonie zu erobern, kann ich gegen Portugal und Großbritannien kämpfen. Hoffentlich. Und dann von Großbritannien was verlangen. Das Problem an dem Ganzen ist nur, wir bräuchten dafür wahrscheinlich eine weit stärkere Flotte, als wir jetzt haben, weil wir nicht nur die Kolonien erobern müssen, sondern müssen auch ins Herzland von Großbritannien vordringen, oder müssten ins Herzland von Großbritannien vordringen. Also London besetzen im Großen und Ganzen, damit wir in irgendeiner Form eine Chance haben, unseren Frieden durchzusetzen. Das bedarf natürlich, wie schon gesagt, einer etwas größeren Flotte. Das heißt, wir werden noch eine zweite Flotte bauen. Das haben wir eh schon, die Kriegsschiffe. Wir werden also noch eine zweite Flotte jetzt bauen und das gleich machen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sagen wir mal 12, machen wir gleich 13, na, jetzt auf Georgia bauen wir keine Schiffe. Und dann brauchen wir Schlachtschiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, schaut das eigentlich mit unserer Armee aus? Wir haben das 60.000 plus 3.000 sind 63.000, das sind zu wenig. Was fehlt uns da? Dragoner und eine Kanone. Genau, Dragoner und eine Kanone. Was ist mit euch? Was seid ihr? Was hat ein Dragoner? Das heißt, wir haben zu wenig Kanonen gebaut. Na dann brauchen wir noch schnell eine Kanone. Fertig sind, brauchen wir noch mehr Kanonen. So, außerdem werden wir auf jeden Fall so lange warten, bis die hier, bis diese Revolution zu Ende ist.
wir da eine kleinere Revolution. 23.000. Wenn diese Revolution durch ist, ja, es kostet natürlich einen Haufen Geld, wenn wir jetzt diese Flotte bauen. So, das heißt, wir können die Flottenkosten wieder reduzieren. Russland verbündet mit Großbritannien und Frankreich. Bei Russland könnten wir gut angreifen. Boxergräueltaten. Das ist ein Skandal. Ein Kriegsgrund gegen China. Es würde uns ein wenig Prestige bringen, aber sonst nichts. Sie müssten ihre Truppen abbauen. Das ist eigentlich eh schon ziemlich hinüber. Obwohl, wir könnten natürlich Japan den Krieg führen lassen. Interessante Vorstellung. Aber wir haben das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Wir könnten natürlich Japan und die USA den Krieg führen lassen. An und für sich sollte das locker funktionieren. Ich habe gerade abgespeichert gehabt vorher. Im schlimmsten Fall nehme ich diese Folge nochmal auf. Also, das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann war es nicht so schlimm. So, wir werden die Bündnispartner nicht jetzt aufrufen, sondern wir werden sie nachher. Italien werden wir nicht mit einbeziehen in den Krieg. Schweden natürlich auch nicht, weil die werden nicht akzeptieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Xinjiang will. Dann kann China durch zu mir kommen. Also, wir machen das mal. So, und dann werden wir die USA und Japan bitten. Sie werden akzeptieren. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Japan. Und ich überlege gerade, ob ich Xinjiang auch fragen soll. Aber ich glaube, das lasse ich einfach. So stark sind die nicht. Die haben ja gleich keine Truppen da, oder? Nee. Nicht eine. Durch, sie werden nicht akzeptieren. Ja. Auch nichts machen. Sind sie an, da kommen schon durch, glaube ich, oder? Da kommen sogar schon durch, da haben wir schon einen Militärzugang. Mit und können sich jetzt an den Krieg
überragend sind in der Macht. Das ist schlecht. Das heißt, meine Leute werden nicht mehr. Also meine Fabriken werden jetzt wahrscheinlich den Bach runtergehen. Ach je. Ja. Unzufriedenheit in den Kolonien, na sowas. In der Kolonie herrscht trotz mehrerer Versuche örtlicher Gouverneure zwischen lokalen Machthabern und der Zentralregierung zu vermitteln starker Unmut. Na sowas. Die Empfehlung des Kolonialamts muss lauten, dass wir entweder den Eingeborenen entgegenkommen müssen oder versuchen, ihre Autorität zu unterminieren, wenn der Kolonialgouverneur eine direktere Herrschaft ausübt. Einheimische in einer unserer Kolonien sind mit unserer Herrschaft unzufrieden und müssen entscheiden, was wir tun wollen. In Ceylon, das ist super. Entweder wir lassen uns von den Drohungen und Gewalt nicht einschüchtern, dann steigt die Militanz. Okay, ja. Wir werden das Bewusstsein stärken. Müssen wir irgendetwas machen in diesem Krieg? Wird Japan da alleine fertig werden damit? Frage ich mich gerade. Wir können außerdem. Sachleistungen einführen für unsere Arbeitslosen. Nichts ausbauen. Das gefällt mir nicht. Wow, die sind was? Die sind antimilitärisch oder so irgendwas. Unabhängigkeitspartei. Das heißt, die Unabhängigkeitspartei, viel mehr unabhängig müssen wir echt nicht mehr werden. Volles Bürgerrecht, Pazifismus. Volles Bürgerrecht ist an und für sich jetzt nicht schlecht, obwohl in dem, dadurch, dass wir Pazifismus, echt jetzt, wir haben die Partei von Gandhi, Protektionismus. Laissez-faire, wie passt denn das zusammen? Was ist das für eine strange Partei? Ja, wir könnten natürlich die wieder nehmen. Ach, wie. Es gibt auch eine Freiheitspartei. Die volles. Die pro-militärisch wäre. Und Freihandel will. Warte mal. Ach, das sind ja Nacho-Liberale. Die Freiheitspartei, gar keine Liberalen. Manche Staaten haben mehr als eine liberale Partei. Oder auch andere Parteien. Ja, was will man seine Weile mit denen? Ist ja wurscht. Aha, wir sind aber nur noch Fünfter dadurch. Das ist interessant. Weil unsere Militärleistung so stark runtergegangen ist. Weil wir so wenig Geld für Militär nur ausgeben können. Das ist ja lustig. Also lustig, weiß ich nicht, ob es ist, aber es ist halt so. Na gut. Entschuldigung. Schauen wir mal, was da passiert. Was haben die denn da schon?
Provinzen. Wie wissen das machen? Den Schwammerl. Ich bin so dumm. So, sind wir jetzt wieder im Minus? Ah, wahrscheinlich weil ich die Armee teurer gemacht habe. Ha, mein Arbeitslosengeld. Das kostet mich Geld. Mal abgesehen davon, dass der Krieg an sich jetzt relativ grausam ist für meine Kasse. Könnten wir da etwas schneller werden? Chinesisch Hongkong. Hongkong gehört China, also. Zwischenkriegsinfanterie auch nicht schlecht. Das macht unsere Infanterie stärker. Hast du vor, irgendwelche Truppen dort anzulanden? Oder achso, da sind sogar schon Truppen. Vor allem, wenn sich die lossagen, dann kriege ich noch einen Mini-Starterl ins Reich. Das wäre schon irgendwie nett. So, moderne Heeresdoktrin. Na dann, machen wir schwere Bewaffnung, Erster Weltkrieg, oder machen wir in der Industrie weiter. Machen wir die schnellen Straßen vielleicht, oder? Ja, passt schon. Schnellstraßen. Da ist nächstes. Oh, da sind schon 10.000 Chinesen. Japan, ausgezeichnet.
Gibt's aber nicht. Tja, und wieder 66.000 neue Truppen. Das kostet mich wieder ein bisschen kleines wenig Geld. Ist okay. Aber gar nicht so schlimm. Muss ich das anschauen. Hey, wir können Telefonfabriken bauen. Okay. Was machen wir da? Holen die noch andere Truppen rüber. Wir sind nur auf 11% derzeit. Naja, wir hoffen einfach, dass die Amerikaner auch die eine oder andere Truppe vorbeischicken. Wie ist das eigentlich bei denen? Ah, das sind schon die ersten Schiffe. Ach, Militant senden ist gut. Senden ist gut. Wir wollen keine Militanz haben. Okay. Reformen, wenn noch eine Militanz weg. Ah, schau, China greift da schon an. Aber Japan ist riesig gut im Verteidigen. Feuerkraft kontra Mobilität. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mussten die Großmächte ihre Militärstrategien angesichts der brutalen Verluste während der jahrelangen ergebnislosen Stellungskriegs neu bewerten. Eine bedeutende Denkrichtung konzentrierte sich darauf, den Feind zur Begünstigung eines Bodenangriffs mit massiver Feuerkraft zu überwältigen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Lücke in seiner Linie zu sprengen. Eine Lücke. Eine andere Denkrichtung sah dagegen die Mobilität als Schlüssel zum Sieg auf dem Schlachtfeld der Moderne an. Dabei sollten die eigenen Truppen feindliche Stützpunkte umgehen, um den Angriff zu günstigeren Bedingungen fortzusetzen. Okay. Wir werden schneller und stärker. Es sammelt sich jetzt mal.
So, wer ist das? Gunxi. Ja, machen wir doch glatt. Schauen wir es an. Wie schon gesagt, ich musste nicht viel machen. Das macht die schon Japan für mich. Mit seinen Truppen hin. Eigentlich schön, wenn die Amerikaner auch schon einen Trupp da hätten. Kann ich den eigentlich zur Waffenhilfe auffordern? Sie werden akzeptieren. Gut, machen wir doch glatt. Die sind nämlich definitiv ideal im Kampf gegen China. Okay. Was machen wir jetzt? Die wichtigen Sachen haben wir eh schon gemacht, machen wir minimale Regeln. Ich sollte mal hier so eine Hand nehmen. So ein Audi, wie das da abläuft derzeit. Aber ich habe eh nichts Besseres zu tun, weil ein Krieg gegen Großbritannien fällt eh flach und einen Kriegsgrund gegen Portugal oder so kann ich mir nicht leisten, weil wir noch im Waffenstillstand mit denen sind. Wir könnten so anschauen, wie lange wir noch im Waffenstillstand mit ihnen sind. Ja, die diplomatischen Sachen schon, wir sind schon 35% ohne, dass wir irgendwas tun mussten. Genau, Krieg rechtfertigen. Da steht es, meine Güte, bis 1924. Boah, das wird dann schon ganz schön knapp. Bis 1924 Krieg anfangen können. Aber wir könnten Portugal, und es gibt ja für Großbritannien noch andere Staaten, die geschützt werden von Großbritannien. Beziehungsweise die verbündet sind mit ihr. Portugal, Belgien wäre auch noch so eine Möglichkeit. Die haben überhaupt nur mit Großbritannien Krieg. Gegen Belgien spricht, also gegen Belgien nicht wirklich viele andere Sachen erobern können. Naja, schauen wir mal. Achso, warte mal.
gut. Japan ist gut. Österreich ist mir egal. Ich warte mal, warte mal, warte mal. Das in den Herat, wie das? Aufpassen, was da passiert. Schaffen es bis 4. Mai, 7. Mai. Das ist Gott sei Dank in einer Ebene. Und wir haben Giftgas im Gegensatz zu den anderen. Wir sind nicht afraid, dieses einzusetzen. Das ist schon ordentlich was. Was heißt nicht annehmen? Ach wie. Wow, 88.000, nicht schlecht. Viel ausgeben.
Unterschicht oder Unterschicht oder Schicht. Gut. Oh. Ist natürlich blöd. Anführer. Der ist okay. So, ihr holt euch mal. Jo, wie machen wir das? Wir sollten langsam Frieden mit China schließen, weil sonst machen die das statt unser einen. Komm schon. Ich würde das Angebot nicht annehmen. Dafür sind wir einfach zu. Warum ist Guangzhou eigentlich zum Anführer des Krieges geworden, frage ich mich gerade. Das kann doch nicht sein, so stark kann der nicht sein. Von diesen Herrschaften gehen nach Kashgar, also daher. Hey, das war gut. Wir haben allerdings doch erreicht. Und wir mussten nicht wirklich was dafür tun. Hey, wir können indische Orissa gründen. Machen wir doch gerade. Hervorragend. Und den Fokus entfernen wir. Und Ceylon kann auch zum Bundesstaat werden. Auch das entfernen wir. So. Dann schauen wir als nächstes noch schnell nach. Gibt es noch Gebiete, die wir. Oh, Eritrea zum Beispiel. Und hey, da haben wir auch schon wieder Dings, da haben wir auch schon wieder Rebellion. Das letzte Mal hat es ja leider nicht dazu geführt, dass sie sich losgesagt haben. Na gut, das schauen wir uns aber das nächste Mal an. Für heute sage ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.